Hallo und herzlich willkommen zu der 20. So richtig motiviert. Ja, nee, also momentan, ich glaube, es ist 10 Runden gespielt und alle 10 Scheiße, die werdet ihr nie zu Gesicht bekommen, außer eine. Das war die Special-Folge in der letzten Folge, das war die Special-Folge da. Na, Die, ja, was ist das denn? und da wisst ihr vielleicht, warum ich jetzt nicht so gut drauf bin, beziehungsweise warum, wie meine Motivation ausschaut, wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, diese Special-Folge. Ja, und seitdem haben wir ja nochmal zwei Runden Genau, und gemacht, seitdem haben wir nochmal die zwei Runden liefen gemacht, die liefen ähnlich. ähnlich scheiße. Ja, also zur Zeit handeln Na, wir lacht nicht mir da einfach. so. Und wenn das so weitergeht, dann habe ich echt bald keine Folgen mehr, die ich für euch hochladen kann. Und ich weiß auch nicht, ob diese jemals hoch erscheint. Und dann. Wieso reden wir eigentlich gerade? Das hat man wahrscheinlich nicht hoch. Cool, ich kann richtig Items hier sammeln. Ja, was habe ich denn so bekommen? Ich habe gerade eine Dynamitstange, Dynamitbündel und eine Erstickungsbombe bekommen. Ah, cool, stimmt. Was habe ich denn bekommen? Eine Chaosbombe. Aber da war noch eins, hast du es gesehen? Nee. Hast du noch einen Slot? Ja. Ja. Ah, cool, ja. Danke. Oh, eine Splitterbombe, ja. Ist Oh, doch was ja. Nice. Ich höre schon wieder Schüsse. Alles klar, also du hast echt eine richtige Scheiß-Drauf-Einstellung, oder? Ja. Warte, wenn wir schon mal dabei sind. So, das ist Musik angemacht. Ich habe keine. Ich habe auch gerade keine Ausdauer. Oh. Okay, so. Aber die Musik macht mich selbst gerade nervös, also. Das ist nicht schlecht. Oh Gottes Willen, spawnt einfach direkt vor unserer Fresse. Weißt du was, ich laufe einfach kurz durch. Du, 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 du. Oh, Moment. Lol, hat sogar funktioniert. Achso, tot ist aber nicht. Ja, falsche Taste. Oh, Gottes Willen. Ja, genau. Und weiter zum nächsten Hinweis. Yo, yo, Baby. Nach rechts. Das sind keine Beine, Alter. Ich dachte, das sind Beine. Was? Rechts? 240 da Ah ja, schon. stimmt, eher rechts halten, ne? Aber ich hätte jetzt die perfekte Waffe für einen Schlechter dabei, theoretisch. Ah! Ja. Aber ich habe schon das Gefühl, die kämpfen gerade schon wieder gegen mich. Ja, komm, vielleicht mit dieser Scheiß-Treffeinstellung läuft es vielleicht sogar besser, wenn wir einfach nichts mehr scheißen. Weil dann geht es den anderen Leuten vielleicht mal so, wie uns immer. Glaube ich nicht. Ich versuche einfach gerade irgendwie blöd gesagt ein bisschen. Also, ich habe schon noch Bock auf Hanzos, nicht? Aber wenn es einfach immer nur scheiße läuft, dann nimmt es extrem die Motivation. Naja. An und für sich will ich schon noch weiterspielen, weil es einfach schön ausschaut und Spaß macht und so, aber dass du immer auf Fressbrett bekommst, das ist irgendwie nervig. Wo sind die nächsten Hinweise? Ist das so weit weg, Alter? Holy shit. Ja, und das nimmt halt extrem die Motivation. Und was soll ich sagen? Ich brauche halt auch, das Ding ist, bei uns zwei ist noch, wir brauchen auch mal gute Runden, weil wir es ja für euch hochladen wollen. Weißt du, und so ein paar Videos. Und wenn die einfach immer nur scheiße sind, dann musst du jedes Mal, Ist das versteht. demotiviert zusätzlich noch. Ja, das könnt ihr jetzt vielleicht nicht ganz nachvollziehen, aber wir müssen jedes Mal wieder neu ein bisschen reinreden. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit der Special-Folge am Anfang, das habe ich ja schon zweimal gesagt eigentlich, ne? Jedes Mal mit der blöden Special-Folge. Ja, und die war so scheiße und. Warum haust du mich, du Pimmel, Alter? Das war eine Frau, aber. Eine Frau! Obwohl ich hab. Ja, komm, Scheiße. Moment. B, du triffst nicht, ich sag's dir. Hey, sogar ein Headshot oder was? Nee. Ja. Geil.
Der ist nochmal so ein Typ. Ich bin mir gerade nicht sicher. Es ist. Nee, es ist. So, wir bleiben jetzt hier. Ach, da ganz Alter. Unten, ja, da werde ich schon gegen das Viech kämpfen, oder? Naja, das waren halt die ganze Zeit diese Schüsse. Hello, Motherfucker. Ist ja süßig gewesen, wenn da so zwei Leute mit der Harpune gestanden wären. Also, Alter. Ah! Ja, der hat von mir abgelassen und ist zu dir gerannt. Also die KI, die hat. Naja, die hat so einen kleinen Bäcker. Die laufen schon richtig, ja. Alter, mir fällt gerade auf, ich habe extrem wenig Munition für meine Shots und ich habe nicht geschossen. Was soll der Mist? Darüber oder lieber Brücke? Ach, da bin ich verreckt letztes Mal. Ja. Kann man gar nicht mal schauen, wo die Frau war. Ich glaube, die war genau da, wo du jetzt bist. Also hier stand sie, glaube ich. Nee, aber die hätte ich doch nicht so lang verfolgt. Doch, die hat mich verfolgt, doch. Aber die habe ich nicht mehr gehört oder sowas. Tja, das war einfach dieses Glück, was wir haben. Oder ich. Er war ja schon längst tot. Ja, die habe ich ja null gehört, also wirklich. Das ist eine Frau, das sind zwei Frauen. Oh, scheiße. Sind sie beide tot? Wunderbar. Wo liegt die zweite Frau? Gib mir mein Bolz zurück. Ah, gut, auf den einen kann ich verzichten. Give it to me, baby. Sind wir noch so weit weg? Ah ja, wir sind noch nee, weit weg. Geht einigermaßen. Also jetzt könnten wir schon mal uns darauf einstellen, dass wir bald einen Headshot kassieren. Ich brauche ein bisschen Heilung. Ist hier drin vielleicht Heilung? Nein, natürlich nicht. So viel Glück steht uns nicht. Steht uns nicht zu. Ich sagte da oben am dem Leuchtturm ist jemand, der auch gleich runtersniped. Das wäre so hart. Im Nebel dann, ja. Mhm. Nee, der sniped mit einem Revolver runter. Ja, das ist jetzt so ein kleiner Insider, weil in letzter Runde ist der Skull von Kettenpistole, war das sogar, ne? Ja. Aus einer Entfernung, das könnt ihr euch nicht vorstellen, das ist so, als wäre der da hinten bei dem Baum, ja. Stand hier ungefähr, hat geschossen, er kippt tot um mit einem Headshot. Und was war's? Eine Kettenpistole. Kettenpistole. Welche Raben waren das? Ey, das war hinter uns. Nee. Die waren da, glaube ich. Nee, die waren direkt neben uns. Okay, mindestens. Aber da waren Hunde, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Da sind auch noch Hunde. Nice, das ist ja richtig nice. hoppa. Natürlich. Müssen wir schießen oder wie schaut's aus? Jo! Ich hab dir gerade einen Arsch gerettet. Oh shit. Ja, der hat noch nicht nachgeladen. Hey, hier oben bin ich glaube ich ganz sicher. LOL! Wow! Ach komm. Sorry, ich musste einfach mal richtig reinholzen. Ich hatte jetzt keinen Bock zerfleischt zu werden und wegzurennen und während ich wegrenne mit. Nachladen und bluten, dass ich dann plötzlich da andere Gegner begegne, hatte ich keine Lust drauf. Hey, Lama! Achso, das sind die. Ja, renn mal weiter, oder? Ich brauche immer noch Heilung. Sollen wir da links gucken? Bei der Eisenhütte. Ah, da ist eins! Nice. Lol, Alter, ich dachte, ah, da ist einer! Oh, Alter! Schock meines Lebens! Mich wundert, dass einfach nur nichts passiert ist jetzt. Ja, aber Nebel und Sumpf, da haben wir schon Talent dafür, einfach mal so aus dem Nichts einen Headshot zu kassieren. Ja. Also das Talent haben wir sowieso, aber da ist die
Ah, wo Alter. Sind wir denn hier? Oh, ich hab so die falschen. Oh, Gottes Willen. So in der Nähe vom Boss da so durch Sumpf durchgehen. Nee, das mag ich auch gerade nicht. Ich gehe auch gerade zurück. Geh mal nach links. Oh, ist eh noch. Ach, oh, Gottes. Warte, wir müssen mal kurz durchatmen. Oder während wir durchs Wasser watten oder sowas, dann. Ja. Bam, 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 bam. Wir können ja da ein bisschen außen rumgehen. Naja, alles abchecken, erstmal so eine Art. Ob der jemand sich irgendwo verkriecht und vercampt. Na gut, aber der hört uns wahrscheinlich. Also, wenn er campt, dann hört er unsere Schritte und ja, freut sich schon. Ja, ja. Oh, cool, die laufen gleich bei mir vorbei und dann bam, Hinterkopf. Ich weiß, ich bin gerade extrem pessimistisch und richtig negativ drauf, aber es war. Lief es halt leider so die ganze Zeit. Ja, was heißt Folgen? Ja, es wären Folgen gewesen. Oder unten, ja. Über diese Erdhügel und sowas. Ey, wir sind ja so. Jetzt haben wir aber wieder nicht dieses gehabt, oder? Nee. Haben sie das wieder rausgenommen, aber es gab keinen Patch, hätte ich gedacht. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht mitbekommen. Ja, also hier für diese Gegend habe ich einfach komplett die falschen Waffen, ne? Also. Wenn ja, da deswegen überlege ich kann hier gar nicht. Deswegen überlege ich auch gerade einfach nur rein ins zum Gebäude, weil es einfach nur hin und rein, weil da hättest du mehr Chancen. Ja, aber du halt nicht. Du hast ja gut, aber meistens läuft es besser, wenn du mit der Schrufflinte umgehst. Hast ja gesehen, wie ich letzte Runde mit Fernkampf da hat auch nicht viel gebracht. Ja. Oh, Gottes Willen. Ah! Yes. Gut, ah, dann ist es doch noch näher. Da waren wir die letzte Runde, glaube ich, nicht nah genug. Anscheinend, ja. Oh Gottes Willen, wieder so ein scheiß Gebäude mit Fenstern. Nah. Tja, jetzt ist die Frage einfach rein, oder? Was? Ja toll, weißt du, der trifft mich sofort wieder. Wie nah war er? Ja, der war vorne auf dem Feld, also der kann gleich da sein, pass auf. Der einmal, der kann 5 Meter laufen und dann ist der da. Ah, Gottes Willen. Ist er da? Pass mal hinter mir auf. Nee, er ist... Ja, ich sehe ihn. Ja, genau, Alter, weißt du, das gibt's doch nicht. Ich muss mich kurz wieder heilen. Ich bin eigentlich nur am Heilen. Der ist noch andere, der läuft weg. Was, ehrlich, sind das läuft so viele? Ich muss mich heilen. Oh, das hat nichts geheilt. Nein. Ich muss mich nochmal heilen. Der hat mich so, ich hatte nur so einen Millimeter, weißt du? Der hat mir wahrscheinlich in den Hals geschossen. Scheiße, also. Der schaut immer noch her. Also. Siehst du? Ja, ich sehe ihn. So ist nicht, aber ich treffe ihn halt wieder nicht. Ich kann dich heilen im Notfall. Ja, warum treffe ich den nicht? Du hast ihn getroffen, oder? Ja, ich hab keine Hitbox bekommen. Aber es steht keiner mehr da. Hey, warum krieg ich keine Hitbox mehr? Ist doch verreckt. Ich hab auch jemanden verrecken hören, aber... Ich hab keine Hitbox bekommen. Vorsicht, da könnte noch sein Kollege irgendwo sein. Meinst du, die waren zu zweit? Weil irgendwie habe ich immer nur den gesehen. Oh, da ja! Ist eine... Lol. Beim Gebäude. Aha. Soll ich. Warte, ich könnte ich vielleicht. Weiß grad nicht, ich weiß gerade nicht, war er oben oder unten, weißt du das? Unten. Ne, oben nee. Auf Fenster ist einer. Oh shit, Alter. Was? Also da oben. Ah oh, ja, genau. Weißt du, wie er mich wieder trifft? Ich muss mich kurz ducken und verstecken, bis ich geheilt bin. Weil er hat, Gott sei Dank. Ich überlege gerade, ob ich nach vorne pushen soll. Wer vielleicht? Aus der Ferne den versuchst, wenn er da vielleicht auf mich schießen möchte, dass er dann ungünstig steht. Oh, Headshot! Jawohl! Oh nee, komm, leck mich doch! Wieder irgendwelche reingekommen. Boah, what the fuck? Was, dich? Von wo? Hab ihn. War das vielleicht doch der andere, den ich nicht gekillt hatte?
Bist du bei mir? Ich komm grad zu dir. Warte, ich zieh noch ein bisschen hin. Ah, ich bin rein, es war weiß. Okay, aber das heißt ja nichts. Wo liegt er? Zeig mal. Oh, lol. Direkt vor meinen Füßen. Du bist hier, oder? Ich bin da, ja. Lol, wie viele waren denn da jetzt? Ich hab keine Ahnung. Drei Leute hast du. Du hast zwei gekillt, oder? Es kommt drauf an, ob ich den einen. Da hab ich keine Hitbox bekommen. Den zweiten hab ich eine Hitbox bekommen. Aber er ist verreckt, also ich hab irgendwas gehört, dass. Sollen wir den anzünden? Ich kann ihn nicht anzünden. Ich kann ihn anzünden. Gut, dann zünd ihn mal. Oder warte kurz. Ja, zünden an. Dann. Ich geh mal wieder ein bisschen weg. Falls er da pushen will oder sowas. Ja. Aber da waren schon welche drin, das ist schon hart. Was irritiert, ich glaube, die haben. Kann es sein, dass sie eventuell das Geräusch rausgenommen haben? Ja, aber wir könnten jetzt ins Haus gehen, weil ich war gerade außerhalb des Gebiets, bin rein und es war weiß. Okay. Ich wüsste jetzt echt nur gern, wo der andere war. Vielleicht war das doch der andere, weil ich sehe gerade keinen, wo war denn der? Ob ich ihn gekämpft? Nee, ich finde keine Leiche mehr. Ich weiß auch nicht mehr ehrlich gesagt, wo ich gekämpft habe. Da irgendwo, wo du bist, müsstest du eigentlich liegen. Nee, der hat mal die Stellung gewechselt, glaube ich. Das war mal, glaube ich, eher da drüben, aber ich finde ihn immer. Nee, ist voll. Achso. Oh! Ich komme wieder zu dir. Mal kurz Ausdauer. Oh, leck mich doch am Sack. Alter, ich mag das überhaupt nicht. Ein Boss, das ist wie so ein Team-Deathmatch. Ja. Aber hallo, drei Leute sind schon mal tot. Also. Naja, ich sag gar nichts. Ja, meistens machen wir die meiste Arbeit und dann kommt einer, der uns noch killt und dann mit der Beute rausgeht. Ist doch immer so irgendwie. Magst du reingehen ins Haus? Da hast du mehr Chancen? Oder? Ich überleg gerade. Gut, der andere ist komplett ausgebrannt. Okay. Ich hätte noch eine Chaosbombe, die könnte ich mal irgendwo hinwerfen. Es ist jetzt blöd, ne? Weil ich war jetzt ganz eigentlich voll actionmäßig, aber da ist es schon zu gut lief, jetzt bin ich wieder total. Vorsichtig. Vor allem, ich höre den dann auch rumlaufen und sowas. Und jetzt müsste man es ja theoretisch hören, oder? Wenn ich jetzt reingehe. Weil dann würde er ja Geräusche machen und so. Ich glaube, dass die das Gebiet verkleinert haben, ab wann das aufleuchtet. Das kann sein, ja. Weil das war früher, immer viel, viel früher. Dass die auch nie irgendwie durch Zufall auf der gleichen Seite reinlaufen, wo wir gerade uns vercampen. Ich verstehe das nicht. Ja gut, für mich wäre es jetzt doof, wenn sie da in unserem Rücken da herlaufen. Ich überlege gerade echt, ob wir rein, weil da hast du einfach viel mehr Chancen. Aber das Krasse ist, ich kann halt zweimal schießen, dann ist die Schulter leer. Ist ja zu wenig Munition. Die anderen Waffen haben immer so viel und die gar nichts. Drei volle Salven und die ist leer. Wenn man noch auf Jagd geht, nimm immer ein bisschen mehr Munition mit das. Irgendwas mit Wasser? Aber sehr, sehr vage. Gerade die Aussage. Na gut, die werden sich auch irgendwie in der Nähe jetzt verkämpfen. Ja, klar. Darum überlege ich gerade, ob ich einfach mal die Chaosbombe werfen. Schmeiß die irgendwo hin, aber schön weit weg von uns. Ja, ich überlege gerade. Aber jetzt habe ich wieder Angst, wenn ich jetzt rausgehe, dass sie dann per Zufall herschauen. Und ich diese scheiß Ködergranate in der Hand stehe. Oh Gottes Willen, das ist irgendwie so komisches Gebiet hier wieder. Ich fühle mich so unsicher.
Warte, ich werf die Chaosbombe einfach in Richtung Schlechter, da in die Nähe. Ja, ist okay. Ist gar nicht mehr so blöd. Vielleicht denken die, dass wir dann gegen Schlechter kämpfen. Aber es kommt mir gerade so, ne? Wir hören doch auch öfter solche Schüsse eigentlich. Könnten eigentlich immer Ködergranaten sein, ne? Stimmt, ja. Wie lang geht das? Ist vorbei, oder? Schade. Die Idee, die war richtig schlaue, eigentlich. Da war ein Fleck auf meinem Bildschirm und ich bin voll erschrocken, weil direkt. Wenn so eine Fliegenscheiße oder sowas, bin voll erschrocken. Scheiße. Verdammte Axt. Gut, also Minimum ein Team ist jetzt noch da. Ich weiß aber auch kein. Die sind wieder so still und nicht so wie wir jetzt, glaube ich. Und das ist halt. Das ist Ich bin wieder gerade so. überlegen, irgendwie kenne ich das Gebiet hier überhaupt hier unten? Haben wir hier schon mal gekämpft? Ich habe es gerade so schlecht im Kopf. Also wir waren hier schon. Was Wir, in das der letzten ist? Folge sind wir hier gestartet, glaube ich. Sogar. Ah, Warte, ich erkenne ach, du rennst. Oh, Alter, Digga. das. Ja. Ja, ich überlege gerade, ob wir einfach nur ein bisschen rennen sollen und mal, wenn sie uns anschießen, dann wissen wir wenigstens, wo sie sind, ne? Ja, gut, bei unserem Glück mit der Ich weiß schon, da Klettpistole. ist direkt der Headshot, ich weiß schon, aber Ziel vergammeln und die vergammeln auch irgendwo. Ja, ich überlege auch gerade, ob ich jetzt. Also, ich habe jetzt mal ein bisschen die Flanken abgesucht. Da habe ich jetzt keinen So, magst du gesehen. reinrennen vielleicht, oder? Ich laufe jetzt mal ein bisschen nach vorne und du könntest dich vielleicht so hinstellen, dass du mich vielleicht decken könntest im Fall der Fälle. Vielleicht, wenn es dann oben irgendwie auf einmal rauskommen oder sowas, keine Ahnung. Geht schon. Okay, ich laufe jetzt nach vorne. Ach, das ist hier. Hä? Ach Oh. so. Hä? Hast du das jetzt auch gehabt oder war ich gerade außerhalb Ja, der? nee. Oh. Oh. Soll ich mit dir mitrennen oder soll ich hier bleiben? Gottes Willen, das ist hier irgendwie gerade so ein bisschen. Nee, lass mich erstmal ein bisschen Warte, bleib mal kundschaften. stehen. Ich kann jetzt nicht Ich höre stehen Schritte, ich bleiben. höre Schritte. Immer noch Schritte. Nee, jetzt sind sie weg. Aber die waren so laut, das kann nicht von dir kommen, Alter. Ich sag mir nicht, dass der genau da jetzt drin ist. Jetzt traue ich mich nicht mehr weg. Habe ich das Gefühl, dass die direkt hinter mir sind. Warte, ich laufe mal rum. Vielleicht trauen sie sich dann auf mich zu schießen. Dann. Ja, obwohl, das könnten schon deine Schritte gewesen sein, weil jetzt habe ich deine Schritte auch gehört. Die waren schon ganz schön laut. Okay. Boah, der kann mich so geil hier gerade eine Pflanze reinbacken, wenn da jetzt mal vorbeilaufen wird. Das ist eigentlich schon hart, weil irgendwie, die sind echt geduldig, die Spieler, ey. Das ist nicht mehr normal. Das ist echt einzigartig in diesem Ah. Spiel. Ich erkenne kein Spiel oder kein, allgemein so wenig Spiele, wo Leute so geduldig sind. Übel. Jetzt haben wir eigentlich immer gedacht, das ist unser Vorteil, unsere Ja, Stärke. ja, Aber jetzt spielt jeder das Spiel so, das ja. Ja, ist. seit wir Prestige sind, ist eigentlich. Vorbei, ja. Da gammelt jeder irgendwo. Die verteilen nur Headshots aus dem Hinterhalt und töten uns, während wir uns im Hinterhalt verstecken. Aber dass da auch keiner mal vorbeiläuft, bei so einem Busch vorbei oder so, das ist. Oh, der Gottes Willen. Gut, es kann ja sein, dass vielleicht jemand wirklich vorbeiläuft, man sieht ihn nur nicht.
Wenn man gerade woanders hinschaut oder sowas. Ja, das kann alles auch möglich, aber. Oh, oder wenn der jetzt einfach über mir da rumschleichen würde, über den Balkon oder sowas, und ich könnte einfach von unten reinballern. Oh, komm schon, irgendwie sowas wäre doch mal geil. Ich habe gerade irgendwie nur Angst, weil jetzt sind doch irgendwie zwei Leute oder zwei Teams drin, ich weiß es nicht. Immer noch oder nicht. Oder wieder raus und wieder rein. Ich das kann auch sein, dass du, weil vielleicht so am Rande und. Aber wenn sie rausgehen, das merkst du dann wieder nicht, oder? Zwei. Vor allem, wir sind jetzt auch relativ weit entfernt. Also wenn es einer von uns stirbt. Ja, deswegen überlege ich gerade, ob ich mich irgendwie zu dir. Ja, aber traue. Jetzt hat halt jeder seine Position, wo er theoretisch stark ist. Ich im Nahkampf. Alter, hier sind überall zu viele Lücken und sowas. Wenn dann halt einfach einmal einer vorbeilaufen würde. Ich lauf zu dir rein. Okay. Ich gehe schnell hoch, wo der andere war, um zu gucken, ob seine Leiche. Ja, seine Leiche liegt hier. Ach, da war der Hinweis, deswegen. Lol, den Hinweis hat er nicht genommen. Ich durchsuche seine Leiche. Vielleicht gibt es hier was Schönes. Ich komme mal zu dir ran. Ah, oh, hier habe ich den schönen Headshot verpasst. Ja, gut, der war halt. Der war jetzt wie bei dir. Er denkt, er ist drin. Ich sehe ihn schlecht, ne? Vielleicht so ein bisschen. War nur der Kopf zu sehen und ich habe einfach immer random hingeschossen und habe ich ihn einfach mal erwischt. Ne? Ich habe immer nur wirklich so eine Millisekunde aus Deckung in die Richtung geschossen. Ich habe mich halt sonst nichts getraut, länger zu zielen, weil ich dachte halt, dass das mein Todesurteil ist. Ich will halt jetzt auch nicht kämpfen. Ich glaub, ne? Frankfurt! Frankfurt Arsenal. Ich hatte gerade eine Falle auslösen. Hier wäre natürlich voll dein Vorteil, ne? Wenn der hier bläst. Hast du gerade eine Tür aufgemacht, oder? Ja. Ach, die Falle. Ja, gut, jetzt habe ich aber auch sowas ähnliches gehört, was sich wie eine Falle angehört hat. Vielleicht soll ich hier mal nach Munition suchen. Aber ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir jemals hier waren, ey. Das ist ganz merkwürdig. Also gekämpft gegen den Boss kommt mir gerade sehr unbekannt vor. Der hatte auch die Wetterliebe. Wir hatten genau das gleiche Ding. Schon wieder kann. Irgendein Metallgeräusch höre ich die ganze Zeit. Ja, das wird vom Schlechter kommen, denke ich. Nee, ich glaube, so viele Fallen so schnell hintereinander können es einfach nicht auf. Ich fühle mich eigentlich ganz safe hier oben. Aber dass die anderen auch nicht versuchen, irgendwie gar nichts rumzulaufen oder die anderen zu suchen, null. Gar nichts. Alter, wenn ich eher gewesen wäre, ich hätte mich das nie getraut hier am Balkon, ne? Aber ich habe mich nee, so schlecht. Aber ja, vor allem, wenn ich hier davor stehe, wenn ich mir jetzt vorstelle, hier rauszugehen. Oh! Hinter mir! Hinter mir! Geh hoch! Du hast die Schrotflinte! Ja. Ist er drin gewesen? Ja, der ist da irgendwie, keine Ahnung, wie der reingekommen ist. Durchs Fenster oder so. Da ein Gang oder keine Ahnung. Der war oben da, hinten bei der Ecke. Holy shit. Scheiße, ich habe jetzt nur noch, ich habe nur ein HP jetzt mehr, also ich habe nur noch einen Balken, kann mich auch nicht heilen. Kannst du mich heilen theoretisch? Ich könnte dich heilen, ja. Kannst du zu mir hinterkommen, weil hier ist relativ safe gerade. Ja, obwohl das ist auch scheiße. Granate. Heil mich schnell. Holy shit. Ich sag dir, wenn jemand runterkommt, ich kann an der Treppe ja ein bisschen durchgucken.
Okay, danke. Ja, nee, eigentlich, jetzt habe ich zwei halt, ne? Werde ich trotzdem instant sterben, aber besser als nichts. Ich könnte dich theoretisch nochmal holen. Ja, aber dann hast du nichts mehr. Ich schau trotzdem weiter auf die Treppe, ne? Ja. Tot! Tasten? Sehr schön. Warte, aber ich muss mich heilen. Heil dich. Schau nochmal auf die Treppe. Oder es war der, der runtergesprungen ist. Ich guck lieber unten, weil oben höre ich, ja? Ja. Pass auf, da ist ein Spalt, ne? Oh Gottes Willen, ja. Alter, wie sie sofort gewusst, wie sie Glück hatten, dass sie wieder da reingehen, wo wir drin sind. Ohne, dass wir es checken. Wie wir es nochmal gesagt haben, so, dass sie nicht durchgehen oder so, ist das in dem Moment. Ketten? Boah, jetzt traue ich mich nicht, zu den anderen hinzugehen, den zu looten. Ja, ich auch nicht. Das waren 100 pro 2. Ah. Das ist nicht das Monster, sag ich. Weil das haben wir halt die ganze Zeit nicht da, das mit der Kette. Fuck, aber wäre ich halt jetzt oben gewesen, hätte ich wenigstens zurückschießen. Ja, ich hatte Glück, dass ich nicht one-hit tot war, ey. Ja. Das Ding ist, jetzt bräuchte ich eigentlich... Wäre geil, wenn ich ihn looten könnte, weil vielleicht kriege ich einen Medic, weißt du? Ja, ja. Da muss ich auch voll aufpassen, weil hier sind auch voll viele Spalte, ey. Ja, das ist gerade wieder... Wo ist der denn eigentlich? Da drin oder was? Hinter der Kiste gleich, ja. Oh nee, ich glaube da hinter der Tür oder sowas. Kann man da durchgucken? Ja, das... Ich könnte es riskieren, vielleicht mal nach oben zu schauen. Um zu wissen, ob oben noch jemand ist. Aber er zielt halt 100 pro, wenn einer oben Treppe. Ja, 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 sowieso. Und du kriegst sofort einen Headshot. Ich darf sagen, dass wir beide gleichzeitig da, rein, da reinrennen vielleicht. Sicherheit haben. Du können, vor mit können, der Schrotflinte. Können wir auch machen. Weil hier, das ist überall Spalt. Da ist ein Loch, da ist ein ja, Loch. Ja. Da kann er durchschießen. Ja. Theoretisch von oben okay, kann er auch warte, unterschießen. Okay, auf, ich laufe jetzt rein, okay? Okay. Ja, eins, rein. Wo ist er denn? Oh, hier geht's hoch. Ich mach hier runter. Zu. Ne? Ich muss ihn kurz looten, vielleicht. Scheiße, es geht nicht! Jetzt. Kannst du mich kurz beschützen? Ja, aber stell dich an jetzt auf, nun. Ja. Direkt bei der Treppe. Ich habe aber leider nichts. Achso, na, ich muss. Shit. Schwache Gegengift. Ich muss irgendwas benutzen oder sowas. Ich nehme mal einfach die Gegenspritze. Scheiß drauf. Aber dann wird es schon eher gewesen sein. Kettenpistole und irgendwas. Komm, dann gehen wir beide hoch wieder. Hier. Oder wo? Ach ja, das war. Das wird schon eher gewesen sein, weil der war genau ja. Dort. Aber vielleicht war das da nur einer. Aber hier rechts gibt es wieder Munition, da müsste ich mal rein. Mach mal auf. Beschütze mich kurz. Oh, beschütze ich kurz, alle links und rechts sind. Oh, hier kann man heilen. Oh, geil. Oh, ja, ich duck mich lieber. Oh, geil. Oh, geil. Alter, wie viel Zeugs hier gibt. Holy shit. Ja, das kann mich nur erinnern, dass hier so. Aber über Lücken wieder. Das aber vielleicht können wir da gut rausschießen, wenn da mal wer mehr wäre. Wenn da mal wer. Oh nein! Oh, das gibt's doch nicht! Aber wir haben hier eine geile Position eigentlich. Na gut, aber wir können hier halt gar nicht rausschießen. Na gut, ich kann hier rausschießen, aber das ist halt. Also. Wir sind ja auch gut gefangen, ne? Blöd gesagt. Wenn die da einmal eine Bombe reinschmeißen, sind wir voll im Arsch. Aber richtig, ja. Oh shit. Och man, jetzt hab ich gedacht, jetzt könnten wir uns vielleicht trauen, nach vorne zu gehen. Shit, 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 shit. Wir kommen hier auch gar nicht, aber die dann und wir checken, dass wir hier drin sind. Und die bewachen einfach nur die zwei Türen. Ja. Eigentlich sind wir so schnell wie möglich raus hier. Komm, ich mach wieder auf und du gehst vor, weil du hast Schrotflinte. Aber wo genau sollen wir jetzt raus, rein? Sollen wir wieder dort, also dort in die Hütte da? Weil das war doch gar nicht mal so schlecht eigentlich. Es war nur ein Fehler von mir, dass ich da einen Moment oder viel Pech. Ich gehe wieder hoch schnell.
Dass er halt, gell? Dass er genau dann hier langläuft. Fucking hell, ich hab so oft geguckt und dann kommt der da lang. Ich fress einen Besen, dass das funktioniert hat. Ich hätte mich gerne hinlegen können. Ja. Oh, das wäre teilweise auf Land richtig assi, oder? Feld oder. Gut, die anderen werden die Schüsse gehört haben und gehört haben, dass wer gestorben ist und dann werden die jetzt auch reingehen. Oh shit. Alter, hat Six nicht wieder, dass sie richtig Glück gehabt haben. Ich habe hier immer wieder geguckt hier durch dieses Loch, ne? Dann drehe ich mich um und wollte eigentlich zu dir runtergehen und zack, schießt mir jemand in den Rücken. Boah, ey. Gut, dass du nicht hochgepusht bist eigentlich. Ja, weil er wäre dann unten gewesen. Ja. Ja. Oh, jetzt ist Lärm. Oder bist du das? Nee. Das, ich bin gerade gegangen, ja. Nee, ich rede nicht von Lärm, ich rede von Dosen und so. Achso. Hörst du das? Mhm. Also jetzt haben wir 4 Leute schon gekillt. Oh, und jetzt möchten wir es halt unbedingt nicht verkacken. Ja, eigentlich schon. Wenn wir jetzt schon so weit gekommen ist, die ganze Arbeit. Jetzt möchten wir halt nicht dieses letzte Team halt jetzt echt. Da wäre schon fast die Überlegung, Alter, ob wir einfach rausgehen. Nee, also. Nee, das mache ich ja nicht. Das war nur Spaß. Oh, da wäre auch gleich der Ausgang. Ja, ne? Ich weiß schon. Ach, geht's ja. Aber im Schlecht hatten wir das eigentlich noch nie, dass das so viele gewartet haben. Da war meistens so, dass einer drin war und die Beute. Ja, weil der sehr schnell geht eigentlich. Ja. Aber dass wirklich jedes Team jetzt so vorsichtig ist. Das ist unnormal, ja. Gut, der eine, die ersten, die waren nicht so krass unvorsichtig. Also der eine, der stand hier mitten auf dem Feld und immer wieder und hat sich nicht bewegt. Der stand einfach nur da und hat in meine Richtung gezielt. Und hat dann jedes Mal einmal so geschossen. Und da bis ich halt einmal. Aber die Leiche habe ich nie gefunden, ne? Wahrscheinlich lebt der noch. Oh Gottchen. Ja, was machen wir denn jetzt? Das. Ja, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie jetzt nochmal hier reinkommen. Naja, ist ja eigentlich wie anders, ne? Also, wenn die anderen hier reinkommen und dass die jetzt hier reinkommen, ist gar nicht was. Dass sie unten, dort wo wir gerade waren, bei der Munition, und dann hier die Treppe wieder hochgehen, ist eigentlich gar nicht mal so gering. Die dürfen hier gerne reinkommen, also ich hocke hier mit einer Schuschel. Ja, das wäre so ein Traum, wenn die jetzt bei dir unten reinkommen. Oder bei dir halt auf dem linksem langen Gang oder so. Ja, das wäre auch so toll. Wir sind zwar jetzt im Gebäude, aber jeder hat jetzt wieder seine starke Position. Eigentlich schon, ja, stimmt. Aber irgendwie habe ich jetzt, warte, wie viel Zeit haben wir noch? 20 Minuten. Ja, das zieht sich schon wieder so hart. Also ich würde mir halt echt jetzt eine geile Runde Boss killen und raus. Das bräuchte ich halt jetzt einfach. Ja, ich auch. Gut, ich bin aber eh schon zufrieden mit der Runde fast. Aber es wäre halt sau schade, weißt du, wir machen alles und dann kommen irgendwelche, die nichts gemacht haben, irgendwie, keine Ahnung, sich versteckt haben und der war einmal in Rauchen waren oder sowas. Mhm. Und jetzt killen die uns und kriegen den Boss, weil wir das restliche ganze anderen Spieler ausgelöscht haben. Das wäre schon deprimierend irgendwie. Irgendwo wieder. Es ist zwar, ich bin froh, dass wir wenigstens 4 Kills wieder gemacht haben. Kills machen wir ja immer, so ist es ja nicht. Aber. Dass die alle so hardcore. Ja, scheiß Camper. Ja, scheiß Camper. Ja, was heißt in dem Spiel, kannst du eigentlich nicht sagen, Camper, das ist ja. Ja. Wir haben ja eigentlich schon mal festgestellt, dieses System, dass das aufleuchtet, wenn Spiele drin sind und so, ne? Ja. Das war eigentlich dafür gedacht. Das war eigentlich dafür da gedacht, so Anti-Camper, also so, dass sie weniger campen.
aber eigentlich ist das total hirnrissig, weil sobald ich weiß, dass da jemand ist, da campe ich ja noch mehr, als wie wenn, ja, vielleicht ja, ist da ja gar keiner oder sowas. Aber jetzt ist es mal ja sicher. Ja, wäre das nicht aufgeleuchtet, wäre ich jetzt 100 pro zum Schlechter und hätte ja versucht, den ich auch. Ach, das war ja noch einer, gut. Ja, das schön würde, ja, ich wäre schon noch vorsichtig, aber ich wäre so, ah, jetzt haben wir 3 Leute gekillt, ne, 4 Leute gekillt, die anderen werden auch vielleicht mal ein oder zwei gekillt haben. Ja. Die wird jetzt schon langsam weniger sein, aber... Frage ist jetzt echt, wer geduldig ist. Wer zieht es durch, bis Minute 0 hier zu sitzen? Gut, also du hast 2 Kills, ich habe 2 Kills. Jetzt könnte man... Ich überleg echt gerade, ob ich vielleicht... Gebäude wechseln sollte oder sowas. Oh, wir haben hier so eine gute Position. Sobald wir rausgehen, ich weiß, dass die irgendwie dieses Gebäude abchecken. Ja, das genau ist genau, halt wenn das wir rausgehen, sehen sie, oh, guck, da hat sich gerade ein Tor geöffnet. Warten wir, bis sie rausrennen. Dann rennen wir beide raus und bam, Headshot. Oder direkt mit der Strohflinte. Ja. Das Problem ist einfach jetzt zu wissen, da sind noch andere. Wüsste ich es jetzt nicht, würde ich sagen, gut, komm, weiß ich halt, welches. Problem ist, ich traue mich jetzt hier auch gar nicht mehr. Also hier, vorhin bin ich ja noch hier ein bisschen hin und her gerannt und mal aus dem Balkon kurz rausgeguckt oder sowas. Also das traue ich mich ja jetzt gar nicht mehr, weil der andere halt einfach so, zack, der war da hinter mir. Ich weiß genau, wenn ich hier jetzt weggucke, dass ich jetzt dahinter gehe, dann kämpft der hier. Und dann kämpfe ich wieder hier in den kleinen Raum. Das ist wieder Kacke. Und ich habe einfach nichts mehr zum Heilen oder sonst was, für Band oder sonst irgendwas. Das ist halt auch noch so ein Problem. Ich kann mich noch einmal heilen und nee, ich gar nicht mehr. Ich hab mich ja eh schon. Du hast mich ja schon geheilt. Ich hab mich ja vorhin nochmal geheilt. Ja, weil ich da eine Typ vorhin da 2-3 Mal getroffen hat. Aber immerhin kein Headshot. Also muss ja, das hoch anrechnen. Das war ein Wunder. Das war ein absolutes Wunder. Wir müssen jetzt mal, wie das ist. Jetzt mache ich wieder. Jetzt guck ich, campe ich wieder. Jetzt passiert nichts. Jetzt gehe ich wieder. Und zack, bam, Headshot. Sag ich dir. Oder, yes, oder hinter mir plötzlich mit der Schrotflinte. Wenn ich mich jetzt wegbewege, dann kommt er direkt da, wo. Es ist halt so ein Geduldigkeitsspiel jetzt. Wer macht den ersten Schritt? Wer wird als erstes ungeduldig? Vor allem, gut, der Ausgang ist gleich da. Der Schlechte ist relativ schnell tot. Also, so innerhalb von 7 oder 8 Minuten könnte man das schaffen. Ja. Kill und gleich raus, aber... Ja, ja, aber das, wenn ja, wir das jetzt machen würden, wären andere Spieler noch, die könnten uns direkt... Also, die bräuchten uns gar nicht groß... Wir könnten nicht weglaufen, also wir müssten da zum Ausgang, ja, und die wären aber auch gleich da. Müssen wir am Ausgang nochmal kämpfen, also, dort sterben. Ich würde vielleicht mal bei aller spätestens, wenn wir noch 10 Minuten Zeit haben, sagen, wir könnten versuchen, einfach rauszugehen, wie gesagt, den Schlechtes einfach lassen. Hauptsache, wir überleben mal eine Runde wieder. Oder wir sagen, bei 10 Minuten kommen, jetzt machen wir noch schnell den Schlechter. Ja, ich weiß nicht, Alter, das ist... Das ist jetzt wichtiger, versuchen den Schlechter noch mitzunehmen oder eher das Überleben jetzt? Ich dachte schon mal gern wieder überleben, vor allem mit 4 Kills, ist schon geil, aber... Denke ich mir, vielleicht hätten wir es ja geschafft, vielleicht ist es ja nur noch einer, weißt du? Der Partner von dem jetzt irgendwie, dass die so weit weg waren. Wohl, nicht, dass er den jetzt wiederbelebt hat. Das wäre sehr ungeil. Warte, ich schau mal lieber mal nach. Liegt noch da. Gut. Oh Mann, Mann. Ah, ich möchte irgendwas machen. Ich weiß nicht. Shit. Ich könnte dahinter rennen. Ich könnte. Aber ist halt auch so gefährlich, ne? Pferd? Was, wo? In die Richtung, wo du schaust, hätte ich gedacht, dass da irgendein Pferdegeräusch ist. Ich sehe da ein totes Pferd, aber es bewegt sich nicht, also. Ja, aber ich sehe das schon. Jetzt werden wir ungeduldig und dann sagen wir, komm, jetzt greifen wir den Schlechter an oder machen irgendwas, suchen den anderen und dann kriegt ja, dann einer von uns beide erstmal einen Headshot mit einer Pistole und dann zieht er die Schrotflinte und du bist weg. Oder irgendwie sowas. Oder andersrum, du kriegst erstmal einen Headshot mit einem scheiß Revolverpistole da, also Kettenpistole. Und dann wechselt er die Waffe, hat eine Schrotflinte und ich bin weg. So. Oh Mann, das ist jetzt wieder voll blöd. Auch für die Folge, weil es jetzt einfach sich wieder so zieht. Ja, das ist halt das. Darum überlege ich. Ja, gut, da ist es eh schon zu spät.
Sehe ich schon. Und ich sehe auch, wenn ich da jetzt rausgehe, dass genau da hinten oder da unten einer direkt in dieses. Ich trau mich jetzt auch nicht zu trinken. auch wenn ich jetzt durchstopp. Oh nein. Alter, ich glaube, bei 14 Minuten gehe ich einfach raus mit meiner Schrotflinte und laufe rum. Ganz ehrlich, du kannst oben bleiben, vielleicht. Vielleicht. Mal, ich mache ja dann Radau, vielleicht schießt er mich irgendwie an und so, vielleicht siehst du, wo er ist. Also irgendwas müssen wir jetzt machen. Irgendwie rauslocken oder sowas. Und dann laufe ich halt mit meiner Schrotflinte einfach rum, das ist mir jetzt scheiße. Irgendwas möchte ich jetzt machen. Die anderen müssen doch auch langsam ungeduldig werden, oder? Das kann's doch nicht sein. Weil das Glück, dass sie genau jetzt bei uns reinkommen. Puh, ganz ehrlich. Darum geht's mir gar nicht. Wenn wir wenigstens wüssten, jetzt kämpfen sie gegen schlecht oder so, dass wir da wenigstens irgendwie angreifen oder irgendwas. Aber dass die anderen auch, oder dass der André auch so scheiße geduldig ist. Ich verstehe das nicht. Oder nicht, dass das irgendwie mit Verzögerung war, der stirbt und dann kommt mal das Team rausgegangen. Quatsch. Jetzt habe ich auch ein Pferd gehört. Jetzt höre ich Blech. Ja. Ich glaube, langsam passiert irgendwas. Aber ich glaube, jetzt habe ich wieder dieses Fallengeräusch. Ja, ich höre es auch die ganze Zeit. Aber nicht, dass das irgendwie vorhin die eiserne Tür war, die wir gehört haben. Weil dann kurz drauf war ja der Gegner da. Weißt du, wie ich meine? Da, wo wir halt unsere Muni und Gehalt haben. Nicht, dass es das war. So einmal auf und einmal zu. So bang, bang. Nee, das ist öfters das Geräusch. Aber was ist es jetzt? Da passiert doch gerade was, oder bin ich jetzt... Ach, irgendwas hat sich doch geändert. Ja. Ich höre auch noch irgendein anderes Monster, so glaube ich. Gut, also bei 10 Minuten oder sowas müssen wir uns eh entscheiden, ob wir einfach rausgehen. Ja. Aber irgendwann müssen wir hier raus, also kann ja nicht sein, ja, dass... Ja, ja, das ist klar, ja. Weil sonst verlieren wir den Jäger auch, also egal was wir jetzt machen. Ach, weißt du was, bei 12 Minuten gehe ich jetzt raus, okay? Meinst du rausgehen oder meinst du einfach raus und mal gucken, ob du einen anderen Gegner findest? Ja, das habe ich gemeint, ja. Also okay. Mal rumlaufen. Vielleicht kannst du beim Balkon oben irgendwie... Ja, ich bleib auch mal hier oben beim Balkon. Ich geh mal langsam vielleicht raus. Vielleicht. Dann machen wir es jetzt schon. Geh mal raus, bevor wir dann noch mehr Zeit für Scheiße. Ja. Der andere liegt noch da, die Leiche. Okay. Was? Ich bin einfach mal mutig und... Oh Gott, das ist offen. Kämpf du einfach mal, genau. Ja. Ich schau vielleicht mal hier, ob ich immer mal irgendwie vielleicht... Mal... Oder du könntest jetzt wieder raus und dann jetzt kurz warten, ob die anderen reagieren. Ich bleibe einfach hier mal drin. Ach so, ist da noch gar nicht der Kampfgebiet oder was? Doch, ich bin schon drin. So, ja, aber nicht, dass der dich jetzt dann anhittet oder sowas. Nee, ich stehe direkt beim Ausgang. Achso. Ich kann das sowieso nicht viel ausrichten, ehrlich gesagt. Das Hauptproblem ist jetzt, dass ich nicht mehr so viel Muni habe jetzt. Gott, einen Einschuss behalte ich. Ja gut, unten wäre ja eigentlich die Muni, da könntest du nochmal rüberrennen. Ja. Oben wäre eine Brücke, falls ist, könntest du zu mir rennen und dann runterrennen. Könnten wir uns nochmal Muni holen, so ist nicht. Ich suche gerade, ist hier vielleicht nochmal Muni? Sag, wieso ist hier denn keine Muni? Da ist doch immer noch alles immer Muni.
Wow! Achso, das war er. Ich habe schon gedacht, da kommt eine Feuerbombe. Nee, nee, das hat. Das habe ich schon gesehen, dass irgendwas da leuchtet, aber das war so aus dem Nichts her, weißt du? Krass, dass gerade nichts passiert. Oder die. Oder irgendwer wartet beim Ausgang. Wow, Gott sei Dank. Hau ab, du. Wow. Der ist gerade Akku. Wenn du Muni brauchst, weißt du wo. Ja, warte, ich geh mal Sicherheitshalbe jetzt schon mal runter. Ja, boah. Und hol die Muni. Achso, oh. Da hättest du gar nicht runtergehen müssen. Da hättest du eigentlich bei mir oben bleiben können. Na gut. Ich komm dann runter zu dir. Ich geb dir Unterstützung unten, okay? Ich komm runter, nicht erschrecken. Kann ich auch ein Ding ist noch da. Boah, wow, toll, zwei Schüsse, dankeschön für nichts. Echt, ist das so wenig noch? Und dann kannst du hier links wieder hochgehen. Daher. Ja. Geduckt. Hä? Lol. Ist es eventuell wieder. Lol, dann war der raus. Dann war der draußen? Ehrlich? Lol. Das ändert irgendwie gerade wieder alles, ey. Was? Wann? Lol, wie viele Teams waren da drin und wie viele waren so geduldig? Oder ist das gerade wieder raus? Ich verstehe es gerade gar nicht, Alter. Oh, warte, ich nehme einfach die Kettenpistole da jetzt mal. Dankeschön, Leiche. Ja, toll, soll ich jetzt. Warte mal. Gut, aber 8 Minuten, ne? Die werden jetzt alle Panik kriegen. Weißt du was, ich geh jetzt nochmal rein, okay? Oh, ich hätte jetzt so gerne. Ding. Ja, Fächern, ich weiß schon. Jetzt hätte ich die geile Kettenpistole. Die Frage ist, schaffen wir das überhaupt in 8 Minuten? Wenn wir noch gegen andere Spieler kämpfen müssen? Nicht, nö. Ja, auch halt mit jetzt Verbannen und sowas jetzt. Ach so, ja stimmt, sollen wir lieber rausrennen. Den vielleicht noch anfangen zu verbannen und dann rausrennen. So, einen Kopf hat er schon mal verloren. Hör auf, zu nachladen! Schieß! Oh, komm schon, jetzt stirb halt. Ich höre irgendwie so Dynamit oder sowas. Da brennt irgendwas. Oh, 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 oh. Komm schon, ein Schuss noch. Er ist tot. Und ich brenne. Sollen wir wieder zurück in unser Häuschen? Moment, ich versuche ihn noch zu verbannen. Ach so, ja, stimmt. Oder wir sind jetzt hier bei unserem Schlechter hier drin? Na, ich weiß gerade nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir das überhaupt noch mal 6 Minuten. Wie lange dauert das Verbannen? Alter, ich sehe das schon. Kommen wir Banning, haben die Ding, dann rennen wir zum Ausgang und die sind dort und. Ich überlege jetzt, ob ich schon zum Ausgang renne und mal gucke, ob da andere Spieler sind. Ja, dann kriegst du halt. Na gut, dann haben wir halt nur ein Ding dann zum Extrahieren. Ich höre doch da gerade was. Hat da gerade jemand eine Falle aufgestellt? Aber ja, bleib stehen. Hier warst du. Ein anderes Geräusch, das war gar nicht der schlechte mit diese Fallengeräusch. Ach, jetzt erkenne ich das wieder. Was? Wir haben unten gekämpft gegen die Spinne, das war so. Alter, das ist gerade richtig dumm, auch mit der Zeit her. Oh ja, es ist so knapp. Ich sehe das. Ja, hätte das früher theoretisch anfangen sollen. Ich sehe das richtig kommen, dass wir jetzt die Beute haben, rausrennen wollen, weil wir können nur noch unten oben, schaffen wir nicht mehr und unten wartet dann irgendjemand. Das sehe ich richtig kommen. Aber zeitlich, als wenn wir das jetzt nehmen und durchlaufen könnten, ja, könnte man das. Ja, aber ich sag, dass da unten wer wartet. Die werden mit Absicht nicht gekämpft haben, die werden unten einfach beim Ausgang und abfangen wollen. Ja. Die Beute nehmen wollen und rausgehen wollen.
anderen Ausgang gibt's nicht. Ja, obwohl, ja, rechts gäbe es einen Ausgang. Aber das ist... Nee, das schaffen wir nicht. Schaffen wir jetzt halt. Nee. Die wissen ganz genau, dass wir da jetzt hin müssen. Ja. Deswegen habe ich überlegt, einfach schon mal im Vorfeld vorzurennen, um zu gucken, weißt du? Das werde ich auch machen, weil es hilft einfach alles nichts. Ich werde mal, vielleicht, wenn da keine ist, kann ich ja nochmal zurückkommen. Okay, da wissen wir ungefähr, wie lange wir laufen müssen. Pferd war ich. Oder weil, wenn ich jetzt schon Action mache, weißt du, dann weißt du, was Sache ist. Ah ja. Aber wir brauchen echt nicht lange, also eigentlich bin ich schon fast da. Okay. Das sind haufenweise Hütten, das ist richtig doof hier. Können sich doch voll in den Hütten verstecken. Ah, okay. Aber gut, wir haben ja denn die Sicht eigentlich, ne? Ja. Also wir brauchen echt nicht weit, ich sehe das Boot von hier. Und jetzt, hier hat mich keiner abgefangen, deswegen... Wir haben ja dann die Sicht. Ich komme jetzt erstmal wieder zurück. Gottes Willen. Ich komme rein zu dir. Oh, perfektes Timing. Wo ist der? Da. Ich schau. Nichts, keine Ahnung. Loh, ich habe zweimal Sicht verloren. Ah. Das irritiert mich aber gerade so. Mal wieder keiner. Ne. Okay, das ist jetzt. Das ist gerade. Ich verstehe das auch gerade nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Aber ah, doch! Habe ich, oder? War das nur meine Hand? Schau noch mal bitte. Ungefähr in die Richtung, glaube ich. Ne, ich sehe nichts. Echt nicht? Oh, ich dachte, dann war das nur die Hand, weil ich mich so schnell gedreht habe. Ja, war nur die Hand. Eine Sicht hätte ich noch. Wo ist denn das Scheiß? Alter. Hier. Hä? Sind irgendwie schon rausgegangen dann? Oder? Wahrscheinlich. Scheint fast so. Ich schau jetzt nochmal. Sehe nichts. Hä? Ich versteh's auch nicht. Keine Ahnung. Aber es hat zweimal nochmal rot aufgeleuchtet. Ja, es war das erste Mal, wo wir noch gekämpft haben. Dann kam ja nochmal das rote Ding. Dann irgendwann mal kam ja nochmal das rote Ding. Dann hast, also genau, dann hast du angefangen zu kämpfen und dann kam nochmal ein rotes Ding. Ich verstehe es nicht. Fuck. Keine Ahnung. Aber was, wir haben es geschafft. Das ist wieder für den komischen Rund, aber... Aber ja, wir haben es geschafft. Zwei Minuten, ey, leck mich auf, was für eine Überlänge. Eine Stunde lang. Eine scheiß Stunde lang. Aber die Runde habe ich jetzt noch gebraucht. Oh. Endlich mal wieder rausgekommen. Jetzt darfst du auch trinken. Oh, geil. Ja. Mal jetzt auch was trinken müssen, oh, weil voll, nach der voll Runde... trockenen Holz Hals bekommen. Holy moly. Oh, nach 10 gefühlten Scheißrunden. Endlich mal eine gute Runde. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt nicht so viel Punkte. Na naja, gut, so schlecht. Holy moly. Ja doch, wir haben jetzt eigentlich alle Hinweise, 4 Kills, ein paar Monster haben wir hier und da mal gesehen. Ja, ich glaube, das ist schon eine gute Runde. Ja, wahrscheinlich werden wir jetzt halt so Level 20 oder sowas. Puh. Vollständige Säuberung. Zeitbonus, geil. Auf den freue ich mich schon. Hey, nur 3 Kills? Ja, wollte gerade sagen, was zum Teufel? Was? Ach, kann es sein, dass der auf dem Balkon vielleicht einen anderen gekillt hat? Das. Weil du hast hier anscheinend ja nicht gekillt, aber wir haben ja beide gehört, dass jemand verreckt ist. Das könnte sein.
dass da vielleicht doch irgendwie so zwei Teams dann sind. Alter, holy moly. Hat man doch wieder ein bisschen Glück, muss ich sagen. Yep. Ja, Stufe 18, ne? Ja. Aber wie wenige Blutpunkte es gibt, das ist... Oh, ne. Oh. Weiter. Oh. Oh, ist das schön. Mal wieder eine gute Runde. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Statistisch. Naja. Dann will ich die Folge eigentlich gar nicht weiter in die Länge ziehen, sondern sind wir bei einer Stunde. Danke fürs Zuschauen und hoffentlich sieht man in der nächsten Folge wieder. Endlich habe ich wenigstens wieder mal eine Folge. Jetzt mit Überlänge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.